Okay. Was ist mit der Kamera los? Kontrollpunkt. Er hat irgendwie heute nicht wirklich Bock, so kann das sein. Ah, hier war doch noch was. Ah, okay, da müssen wir dann. Eieieiei. Wahrscheinlich den Kopf für benutzen. Muss man den Kopf für benutzen? Lecker. Lecker. Okay, da könnte man jetzt rüber. Oh, ich wüsste nicht warum, oder? Booyah! Hör doch mal auf mit der Kacke. Oder kommen wir nicht mehr zurück? Ich weiß, ich glaube, ja, wir kommen nicht mehr zurück. Aber. So. Geheimnis. Okay. Okay. Oh, es ist mein Bambi. Ein paar Münzchen. Was haben wir gesagt? 70, 75, irgendwie sowas, ne? Ne? Ist meine Stimme abgehakt? Na gut, das hat ja ganz gut funktioniert. Booyah! Nimm es auf den Po, bitte. Oh nein. Okay, es geht sowieso langsamer darüber, das ist ganz gut. Es vor allem. Oh, den können wir nochmal aktivieren. Kontrollpunkt. Nein! Oh Mann! Das ist aber gut, dass man hier boah, nicht springen muss. Weil kann man nämlich gar nicht. So, jetzt können wir aber hier hinten lang gehen. Kontrollpunkt. Los. Nice. Wisst ihr, was ich richtig geil finden würde? Habe ich heute in Twitter geschrieben, falls ihr nicht gelesen habt. Und zwar würde ich es lustig finden, wenn Jäger im Spyro Remake Aua. Die gleiche Synchronstimme Boom, haben würde. Ich sehe da hinten ja. Noch was. Ich sehe da noch was. Da kann man nämlich lang. Weg! Ah, und da ist eine Höhle. Geheimnis. Gibt es jetzt schon 3 Stück und ganz viele Münzen für uns. Okay, 10 Stück brauchen wir noch. 8. Wenn es 70 sind. Ich bin mir nicht ganz sicher. 70 oder 75 waren das. Jetzt nicht sterben. Nicht. Kamera des Todes. BTF. Immer schön Zeit lassen, sonst fallen wir sowieso runter. Wenn, dann ist es doch schöner, wenn wir langsam fallen, oder? So. Da war nichts mehr, ne? Hab ich geholt. Was haben wir denn hier? Vogel. Ein Vogel! Was ist das hier für eine große Ecke? Und warum sind hier keine Münzen mehr? Da oben ist eine. Habe ich gesehen? Habe ich gesehen. 5.
Muss man also auch ein Auge drauf haben. Nee! Zwitscher, Zwitscher! Hau ab, du Loser! Oh, sieh nur, wie niedlich! Ein kleines Lama! Wie auch immer, du Spinner! Mit Loser nicht mit nur einem Ohr geschrieben? Ich bin der Kondormann! Zwitscher, Zwitscher! Nicht nur, dass ich in ein Lama verwandelt wurde, jetzt muss ich auch noch mit einem als Vogel verkleideten Mann sprechen. Was ist das für ein Leben? Also mit mir sprechen die Lamas immer. War ja klar. Zwitscher, ich kann fliegen. Zwitscher, Zwitscher. Glaubst du, du kannst fliegen? Okay, Spatzenhirn, mach dich startklar. Ich will erst die Münze haben. Mein Freund. Na, fast. Fast. Zu weit, zu kurz. Ich springe auch blind darunter. Schon wieder zu weit, beziehungsweise jetzt eigentlich. Ich hätte es geschafft, wenn ich mich, glaube ich, nicht bewegt hätte. So. Münze haben wir. 67, das heißt, uns fehlen noch drei. Die habe ich wahrscheinlich irgendwo übersehen. Scheint sehr gut zu gehen. Mache ich irgendwas falsch? Weil da flog noch ein Vogel rum. Kann sein, dass wir den benutzen müssen. Versuchen wir jetzt noch einmal dagegen. Okay, das liegt wahrscheinlich daran, wie ich den treffe. Ich habe bisher nicht wirklich mittig getroffen, aber ich. Was steht heute zur Auswahl? Schieß mal auf ihn hier. Mama, Mama. Jetzt nochmal auf den Vogel, der da fliegt, nicht auf ihnchen hier. Und guck dann einfach mal, ob unten die Tür aufgeht. Was steht heute zur Auswahl? Abhauen. Was steht heute zur Auswahl? Das ist bestimmt noch ein Geheimnis. Ah, habe ich getroffen, okay. Weil da muss man ja auch erstmal drauf kommen, den da zu treffen. Und da kommt der Gerät. Natürlich springe ich daneben, weil ich dachte, er wird noch weiterfahren. Hier! Oh.
Menschenskinder nochmal. Ich mag aber, wie es gefedert ist. Sind wir jetzt direkt wieder da? Oh, das ist ja nice. Ich habe aber nur noch 4 von den. Was steht heute zur Auswahl? In den Träubchen. Getroffen, sehr nice. Oh. Ah, guck mal. Aber was ist denn dann in den letzten... Ich glaub, wusste ich's doch. Ah, 75 Münzen, alles klar. Achso, ich muss ihn jetzt wieder treffen, oder was? Aber mein Gestehen, wo bist du denn? Da. Da. Gut. Jetzt müssen wir nur noch... wieder oben gegen die Wand klatschen.